Mein Erfolg ist so wie Muhammad Ali, denn er nimmt Formen an. Kick down, überrolle die Haters. Lad durch, fick jeden, der mir nichts gönnen will. So, jetzt bin ich gespannt, Digga. Beste Grüße raus. Ich weiß nicht, ob Keanu hier im Chat ist. Der ist ja manchmal hier drin. PA Sports jetzt auch unter den Twitch-Streamern, Digga. Beste Grüße raus an euch zwei. Out of Control, Digga. Wenn ich den Titel lese, kriege ich direkt Bock auf 50 Cent und Mobb Deep, Digga. Desto pumpen, wie geht denn das nochmal? You know I got everything to make the club go out of control. Da ba da ba da ba da ba da ba da ba da. Yes, yo. Bin ich gespannt. Let's go. Nice, hey, klar, schön so ein bisschen auf Didgeridoo getrimmt, oder was ist das für eine Flöte, Digga? Hat so ein bisschen so Taj Mahal-Vibes, Digga. Wow, 8 von 10 meiner Jungs sind da draußen wieder out of control. Mann, wir sitzen hier im selben Boot, aber wünschen uns gegenseitig den Tod. Ich bin erstmal so geflasht, wie schön das abgemischt ist. Das ist von den ganzen Releases, okay, wir hatten einen Haufen Newcomer hier drin. Aber wir haben auch von den ganzen, wir haben jetzt noch, ich weiß nicht, wie viele Deutschrap-Releases wir uns hier reingezogen haben, aber das ist so schön abgemischt, das klingt so vollendet, Dicke. Mann, wir sitzen hier im selben Boot, aber wünschen uns gegenseitig den Tod. Bruder schießen aufeinander und betäuben ihre Sinne mit Blut. Und immer wenn es Nacht wird, färben sich die Gassen alle rot. Whoa. 8 von 10 meiner Jungs sind da draußen wieder out of control. Nice, dass jetzt mit der Stimme hochgeht. Ich feiere das. Erinnert mich ein bisschen an von der Hook an meine 1000 Hook. Er sagt, oh, und ich sag, eh, schon 1000 Tode gestorben, doch ich leb. Oh, schon 8 von 10 meiner Jungs sind out of control. Irgendwie so von jetzt, ohne da was auch nur ansatzweise unterstellen zu wollen. Das ist ja jetzt nicht so ein ausgefeiltes Hook-Schema. Mich erinnert es einfach nur von dem Stil ein bisschen daran. Gefällt mir, Digga. Keanu sowieso ohne Spaß mit dem Crossover-Album damals mit PA, Digga. Da hat er sich so auf meine Bildfläche gepresst, ohne Spaß. Davor war er für mich ein unbeschriebenes Blatt, so. Mehr oder weniger. Aber, und PA Sports stand immer so im Vordergrund. Ich habe immer PA Sports halt gefeiert, so. Und irgendwann denke ich mir so, Digga, wie geht denn eigentlich auch Keanu hier ab die ganze Zeit, Digga, ne? Whoa. 8 von 10 meiner Jungs sind da draußen wieder out of control. Mann, wir sitzen hier im selben Boot, aber wünschen uns gegenseitig den Tod. Brüder schießen aufeinander und betäuben ihre Sinne mit Dope. Und immer wenn es Nacht wird, färben sich die Gassen alle rot. Also bis jetzt auf jeden Fall schön. Wir holten die Straße in das Geschäft, aber hinter den Kulissen versklaven sie ihre Act. Wisst ihr, was ich auch immer so geil finde? Ich mag das, wie er betont. Mir war das bei der letzten Nummer, war das vielleicht manchmal ein bisschen, die habe ich mir auch im Stream hier reingezogen, wo er auch dabei war. Was war das nochmal, wo er so einfach so ohne Hook Bars aneinander gepresst hat? Das war auch voll krass, wie er da halt rumgeschrien hat. Oder auch die Stimmlage bei 2 Meter bitte Distanz, dabadab, Hype ist im Viertel riskant. Er hat so eine Vielfalt in seiner Stimme, mit der er variieren kann. Und ich finde auch, wie er hier reinkommt, ne? Das ist so, er flüstert fast oder so ganz leise, aber trotzdem ist es so, es ist so satt. Es ist so schwer, es ist so wie so ein Radiosprecher fast schon. Wir holten die Straße in das Geschäft, aber hinter den Kulissen versklaven sie ihre Acts. Nice Zeile. Hinter Männer kommen im XX, wenn es Beef gibt, fliegen die Kugeln für Diss-Tracks. Kommen im XX, wenn es Beef gibt, kommen die Kugeln im XX. Durch deine Jacke von Louis Vuitton und das Blut fließt auf deinem weißen Schuh von Dior. Sie reden von Rücken und fühlen sich hart. Jetzt guck mal, wie er float. Sie reden von Rücken und fühlen sich hart. Das sind so Eminem Savage-Rhythmus-Pattern, Digga. Sie schweben von Riemen, da fühlen sich hart. Und das Blut fließt auf deinem weißen Schuh und Dior. Sie reden von Riemen und fühlen sich hart. Jetzt sind Ratten an der Stelle, wo deine Brüder mal waren. Und das hier geht raus an jeden, der da draußen eine Welle schiebt. Der zu einer Pussy wird, wenn sich dann die Zelle schließt. Nur reden am Telefon und gucken durch Kameras. Guck, deine Goldkette wurde zu Stacheldraht. Wir ficken uns gegen... Nice Zeile, Digga. Guck, deine Goldkette wurde zu Stacheldraht. Gegenseitig und wollen uns sterben sehen. Deswegen die Szene meiden, solange sich die Erde dreht. Straight aus der Hölle, bin noch immer in NRW. Und lass sie mir... Schon wieder straight aus der Hölle. Das hat er doch schon mal irgendwann in dem letzten Track gesagt. Mit wem war das nochmal? Das ist halt eine Zeile, das ist halt nur, das will man gar nicht auf die Goldwaage legen, weil es einfach so eine Zeile, ein kurzer Satz in 16 Zeilen sind. So. Aber mich stört das halt, weil für mich dann sofort aufhört, wie ich mich damit identifizieren kann. Das ist halt so, ich bin da halt ein abergläubiger Bauer, Digga. Zu krankhaft abergläubig auch so. Ohne Spaß, das soll man... Das ist halt meine subjektive Sicht der Dinge. Es bricht jetzt auch kein Zacken aus der Krone, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich es einfach drüber hinweghören könnte. So. Deswegen die Szene meiden, solange sich die Erde dreht. Straight aus der Hölle, bin noch immer in NRW. Und lasse mir keinen einzigen Krümmel vom Teller nehmen. Lasse mir keinen einzigen Krümmel vom Teller nehmen. Wow. 8
von 10 meiner Jungs sind draußen wieder out of control. Mann, wir sitzen hier im selben Boot, aber wünschen uns gegenseitig den Tod. Bruder schießen aufeinander und betäuben ihre Sinne mit Dope. Und immer wenn es Nacht wird, färben sich die Gassen alle rot. Whoa. 8 von 10 meiner Jungs sind da draußen wieder out of control. Oh, da kommt PA angelaufen, Digga. Das ist ein nicer Moment, wie einfach PA da so aus der Unschärfe angelaufen kommt, Digga. 8 von 10 meiner Jungs sind da draußen wieder out of control. Mann, wir sitzen hier im selben Boot, aber wünschen uns gegenseitig den Tod. Brüder schießen aufeinander und betäuben ihre Sinne mit Dope. Und immer wenn es Nacht wird, färben sich die Gassen alle rot. Zu viele Ratten, die mich grad mit dem Tod bedrohen. Genau dieselben Leute, die ich mit mir nach oben zog. Okay, also PA, immer wenn die Stimme losgeht, seine Stimme ist einfach, sage ich auch immer wieder, die ist einfach, die hat einfach diese Fülle und diese Plosivlaute, ne? Finde ich immer nice, wenn er reinkommt. Ich finde, er kommt auf nahezu jedem Beat geil. Hier finde ich aber, dass es von den Silben irgendwie nicht so tight klingt gerade. Als wäre da eine Silbe zu viel, Digga. Zu viele Ratten, die mich gerade mit dem Tod bedrohen. Zu viele Ratten, die mich gerade mit dem Tod bedrohen. Zu viele Ratten, die mich gerade mit dem Tod bedrohen. Aber egal, PA hat im Moment eine aufreibende Phase, Digga. Der hat viel zu erzählen, was bei dem alles abgeht, Digga. Immer wenn es Nacht wird, färben sich die Gassen alle rot. Zu viele Ratten, die mich gerade mit dem Tod bedrohen. Genau dieselben Leute, die ich mit mir nach oben zog. PA kennenzulernen war für euch wie das große Los. Doch ihr seid voller Hass, denn ich hab die Million geholt. Macht Welle auf der Straße und fragt andere, wo ich wohne. Ein Mord zu beauftragen mit 20er Provision. Wär für mich kein Problem, doch ich blicke nach oben, Bro. Und frag. Ein Mord zu beauftragen mit 20k Provision. Wohn ein Mord zu beauftragen mit 20k Provision. Wär für mich kein Problem. Doch ich blicke nach oben, Bro, und frag den lieben Gott, ob sich töten für sowas lohnt. Brüder, nein! Nice Zeile. Wär für mich kein Problem, doch ich blicke nach oben, Bro, und frag den lieben Gott, ob sich töten für sowas lohnt. Nein! Brüder sind gefallen nacheinander wie Dominos. Mach vor mir keine Filme, ich kenn alle eure Choreos. Bei Gott, ich bin... Nice, okay, aber so Zeilen, das ist, soll man jetzt auch gar nicht so oft gerade auf die Goldwaage legen, aber ich sag's trotzdem, dass so Zeilen wie fallen nacheinander wie Domino, ich weiß gar nicht, ich weiß, dass er das jetzt bestimmt nicht so auf die große Goldwaage legen will und sagen, oh, guck mal, was ich für eine krasse Zeile gekickt habe, Digga, ich hab eine neue Zeile, Brüder fallen wie Domino, yo, yo, yo. Nee, aber das ist schon so, ich tu mich immer so schwer mit so Zeilen, die so extrem, in Anführungszeichen, ausgelutscht sind, weil das kennt man halt so extrem, aber er positioniert sie ja gar nicht, dass er die jetzt irgendwie groß hervorhebt, sondern er baut sie einfach in diese, in seine Reimkette ein mit, was er davor die ganze Zeit rappt, dann auch mit Choreo, er baut diesen Reim Domino einfach ein. Brüder sind gefallen nacheinander wie Dominos, mach vor mir keine Filme, ich kenn alle eure Choreos, bei Gott, ich bin real bis zum Ende wie Toni Kroos, bleib Ruhrpotter. Ich bin real bis zum Ende wie Toni Kroos. Jetzt musst du aber hoffen, dass der bei Real Madrid seine Karriere beendet, Alter. Was mit deinem Homie los? Auf Pappen sieht der Penner aus wie Toni Kroos. Ich hab Hunger und bestell Cannelloni. Geh aufs Klo und mach groß wie die Eltern von Toni. Würde ich auch in Barcelona wohnen. Jos, bei Gott, ich bin real bis zum Ende wie Toni Kroos. Bleib Ruhrpotter, würde ich auch in Barcelona wohnen. Das ist nice. Das hat er ja auch an der Ansage gegen Manuelsen gesagt, von wegen, ja, ich bin Ruhrpott, ich bin in Berlin. Ja, lebe ich vielleicht nächstes Jahr in der Finca in Spanien? Ja, lebe ich vielleicht übernächstes Jahr in Barcelona? Ja, bin ich trotzdem noch Ruhrpott? Ja, das war so nice, Digga. Und jetzt auch den Kontext zu bringen mit Real und Barcelona, das so finde ich auch ganz nice, diesen Gegensatz da so zu integrieren in die Zeile. Kann in diesem Business nur real bis zum Ende wie Toni Kroos, bleib Ruhrpotter, würde ich auch in Barcelona wohnen. Das ist vielleicht auch nochmal so, das ist kein Seitenhieb gegen Manuelsen, ist nicht immer alles ein Seitenhieb und das, aber das ist vielleicht nur nochmal gerade so eine kleine Aufklärung so zu dem Ganzen. Weil Manuelsen ja irgendwie sowas gesagt hat, von wegen, du bist auch gar nicht mehr in Ruhrpott, blablablub. Und er sagt, jetzt, ja, ich bin Ruhrpotter, auch würde ich in Barcelona wohnen, Digga. Kann in diesem Business nur noch wenige Männer sehen. Ließ mir keinen einzigen Krümel vom Teller nehmen. Raus aus der Hölle. Ich bin nicht mehr in NRW, doch habe einen Professortitel, wenn es um Bella geht. Wow. Nice. 8 von 10 meiner Jungs sind da draußen wieder out of control. Mann, wir sitzen hier im selben Boot, aber wünschen uns gegenseitig den Tod. Brüder schießen aufeinander und betäuben ihre Sinne mit Dope. Und immer wenn es Nacht wird, färben sich die Gassen alle rot. Wow. 8 von 10 meine Jungs sind da draußen. Oh, er hat auf jeden Fall auch das neue iPhone in Gold. Hab ich auch, Digga. Auch mit diesem Smart-Ding hinten dran. Färben sich die Gassen alle rot. Wow. Ist das in Gold? Ja, das ist Gold. Aber er hat bestimmt das iPhone Max Pro. 8 von 10 meine Jungs sind da draußen immer wieder auf Kontrolle. Mann, wir sitzen hier im selben Boot, aber wünschen uns gegenseitig den Tod. Brüder schießen aufeinander und betäuben ihre Sinne mit Dope. Und immer wenn es Nacht wird, färben sich die Gassen alle rot. Ran an die Waffen! Komm!
Kommt jetzt alle Mann, wir müssen an die Gewehre gehen und ich durchlöcher dich öfter als Chunky Arterien. Denn ich bin erst zufrieden, wenn ich Punks unter der Erde sehe, geh sterben, BOZ. Denn du nervst schlimmer als Bärbel Schäfer. Mein Headset ist jetzt abgefallen, ja und was soll's, Bitch, dein Head ist jetzt abgefallen. Und er rollt in Richtung Park, Bitch. Kleine Kinder spielen Fußball damit und dann jeder Schuss ist sozusagen wie ein Arschtritt für dich, denn du bist ein Arschgesicht und rappst beschissen. Du trittst deine Mutter, um eine dicke Runde zu kicken. Ja, das ist Battle Rap und ich weiß, was dazu gehört und du bist leider nicht, denn du gehörst zu den doofen Girls. Ich beklebe deine Mama mit Packet Klebeband, gebe ihr eine Punch und sie fliegt quer durchs Land wie Magnet-Schwebebahn. Ey, denn du hast nichts in der Hose, außer Bügelfalten. Keiner mag dich, weil du stets ein fahren lässt wie grüne Ampeln. Wie willst du mich erwürgen? Mit deinen Mädchenfingern. Ich werde dein Mädchen fingern, bis sie zittert wie beim Schnee im Winter. Ich nehm dir den Blinddarm raus und stranguliere deine Kehle, amputiere deinen Schädel, deine Haut wird Wandtapete in meinem Wohnzimmer. Peinlich ist höchstens deine kleine Schwester, denn sie ist behaarter als ein Gorilla. An die Waffen. Nicht jeder, der mit dir lacht, ist dein Freund. Real Talk. Dickes Däumchen für die zwei Boys, Digga.